Also erst den ersten Thessalonicher. Okay. 1. Thessalonians 5, Kapitel 5, Verse 23. Vers 23. Now may the God of peace himself sanctify you entirely. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. And may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Paul quite often uses the word the God of peace, the God of peace. Always uses the God of peace. Paulus hat ganz oft die Worte Gott des Friedens gebraucht. Just as we dig God and his word, we have to dig also apostle, what was in his mind. Und so wie wir Gott und sein Verständnis suchen, so müssen wir auch untersuchen, was in dem Verständnis des Apostels war. 2. Thessalonians 3:16 im 2. Thessalonicher 3 Vers 16. Now may the Lord of peace again. Da heißt es, himself continually grant you peace in every circumstance. Er aber, der Herr oder der Gott des Friedens, gebe euch Frieden immer da auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. He is the Lord of peace, he is the Prince of peace, he is the King of peace. Er ist der König des Friedens, der Fürst des Friedens, der Herr des Friedens. According to the order of Melchizedek. Und er ist das entsprechend der Ordnung Melchisedeks. We find about Melchizedek in Hebrews 7. In Hebräer 7 finden wir etwas über Melchisedek. Verse 2 and 3. Vers 2 und 3. Melchizedek was an overcomer. Melchisedek war ein Überwinder. I know that he was a student of Enoch. Und ich weiß, dass er ein Schüler von Henoch war. And he came back. Und er kam zurück. And nobody knew where he came from. Und keiner wusste, wo er herkam. Just as Jesus says, when you're born of the Spirit, no one knows where you come from or you go. So wie Jesus sagte, wenn du aus dem Geist geboren bist, dann wird keiner wissen, woher du kommst oder wohin du gehst. The wind blows wherever it wants. You don't know where it came from and where it's going. Der Wind weht, wie er will, und keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. So it is with everyone who is born of the Spirit. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. It's no longer a state in which you can ask your pastor, is that right? Und das ist ein Stadium, in dem man nicht mehr seinen Pastor fragen kann, ist das richtig? You are the authority. Denn du bist ja die Autorität. You outgrow all organizations, all frames. Dann bist du über jede Organisation, über jeden Rahmen hinausgewachsen. So Melchizedek came on this earth to establish a name for God. Melchisedek kam auf diese Erde, um für Gott einen Namen zu schaffen. And establish Jerusalem. Und er hat Jerusalem gegründet. Ir Shalom. Er hat die Stadt Ir Shalom gegründet. Ir means city, Shalom is peace. Ir heißt Stadt und Shalom heißt Frieden. The God of peace, the Lord of peace, the Prince of peace establishes a place called City of Peace. Der Gott des Friedens, der Herr des Friedens, der Fürst des Friedens hat eine Stadt gegründet, die Stadt des Friedens heißt. A lot of people cannot get the war out of their system. They have to find war in the Bible. Viele Menschen können den Krieg aus ihrem System nicht herausbekommen und sie versuchen auch in der Bibel Kriege zu finden. Believe me, I was also very much warlike. Und ihr könnt mir glauben, auch ich war so kriegerisch. As a boy, I had many fights with other boys in school. Und als Junge hatte ich viele Kämpfe mit anderen Jungs in der Schule. They beat me up, but sometimes I beat them up pretty good. Meistens haben sie mich geschlagen, aber manchmal habe ich auch sie ganz gut geschlagen. But I have outgrown it. Aber ich bin darüber hinausgewachsen. The former things are laid aside. Die früheren Dinge habe ich beiseite gelegt. So let's read this. Wir wollen lesen. For Melchizedek, the king of Salem, the priest of the Most High God, who met Abraham
as he was returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham apportioned a tenth part of all the spoils, was first of all by the translation of his name, King of Righteousness, and then also King of Salem, which is King of Peace. Denn dieser Melchisedek, König zu Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenkam, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem gab, der zunächst, wenn man seinen Namen übersetzt, König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. There's so much meat on this bone. An diesem Knochen ist so viel Fleisch dran. Yeah. You can eat it for a long time. Da kannst du lange Zeit davon essen. We will get to that. Wir werden dahin noch in kommen. Proverbs 16, verse 7, in Sprüche 17, Vers 16, Vers 7, 7 and 24 lesen wir as well. Und auch in Vers 24. When a man's ways are pleasing to the Lord, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, he makes even his enemies to be at peace with him. Dann macht er selbst, dass die seine Feinde Frieden mit ihm schließen. Because he invites them into his realm. Denn er lädt sie ein in sein Reich, in seinen Bereich. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Verse 24. Pleasant words are a honeycomb. Gute Worte sind wie ein Honigkorb, süß für die Seele und Heilung für die Knochen. Peace heals. Frieden heilt. Through what? Durch was? Words. Durch Worte. My friends, I encourage you, never be tight-lipped. Germans are tight-lipped when it comes to God. Liebe Freunde, ich ermutige euch, dass ihr nie geschlossene Lippen habt, wenn es um Gott geht, weil die Deutschen nun mal so sind, dass sie sehr verschlossen sind, wenn es um Gott geht. Perhaps you were taught just to hear about God and shut up. Vielleicht wurde euch gelehrt, dass ihr einfach nur von Gott hören sollt, von ihm lernen sollt und dann nichts mehr sagen sollt. Perhaps they did not believe that you can understand what is being preached in the church. Vielleicht wurde auch geglaubt, dass ihr nicht verstehen könnt, was in der Kirche gepredigt wird. Perhaps you were called a dumb sheep. Vielleicht wurdet ihr auch dumme Schafe genannt. I don't know what the reason is. Ich weiß nicht, was der Grund ist. But we are witnesses of Christ. Aber wir sind die Zeugen von Jesus. We are proclaimers of peace. Wir sind die, die Frieden verkünden. We must share it. Und das müssen wir weitergeben. And when we share it, we heal ourselves and others. Und wenn wir diese Worte weitergeben, dann heilen wir uns selbst und auch andere. God doesn't want to heal you through a scalpel. Gott möchte dich nicht durch ein Skalpell heilen. That's not the way of peace, is it? Das ist nicht der Weg des Friedens. Look how combative our mind is. Denk mal darüber nach, wie kriegerisch unser Denken ist. You go to the doctor, you've got some disease. Wenn du zum Arzt gehst, weil du irgendeine Krankheit hast. And the doctor says, listen, I want to encourage you. We're gonna beat this thing. Und der Arzt sagt, ich will dich ermutigen, wir werden diese Krankheit schlagen. We have many different tools this day. Wir haben viele Werkzeuge dafür. Chemotherapy, liquid therapy, Strahlung, Scalpels. Chemotherapie und Bestrahlung und Skalpels. Pills, Hammers, all kinds of things. Wir haben alle möglichen Dinge we dazu. Have to fight that thing. Wir müssen diese Krankheit bekämpfen. My friend, the more you fight it, the more it will stay and resist you. Aber je mehr du eine Krankheit bekämpfst, umso besser wird sie stehen bleiben und umso mehr wird sie dir widerstehen. Just when you thought you have won, wenn du denkst, dass du gewonnen hast, it appears again. Erscheint sie wieder. Because combative mind receives the same in return. Denn ein kriegerischer Verstand bekommt das Gleiche wieder. So you always are in the state of war, unrest. Und deswegen bist du dann immer in einem Stadium des Krieges und der Unruhe. Wickedness is territorial. Bosheit ist territorial. So is peace. Und genauso ist es auch mit dem Frieden. Wherever my feet stand, wo ich meinen Fuß hinsetze, I bring peace. Dort bringe ich Frieden hin. How lovely on the mountains are the feet of those who preach the good news and proclaim peace.
Wie lieblich sind die Füße derer auf den Bergen, die die gute Nachricht bringen und Frieden verkündigen. And Paul said in Ephesians 6, put on the armor of God. Und in Epheser 6 sagt Paulus, zieh die Waffenrüstung Gottes an. And then stand still, don't go forward, stand, und read it carefully. Steh still, das heißt, geh nicht vorwärts. Because it's not your armor, it's God's armor, you are in God, you are surrounded with God. Denn es ist nicht deine Rüstung, sondern es ist die Rüstung Gottes, du bist in ihm verborgen. Means you follow the logic. Das heißt, du musst der Logik folgen. Don't use your own logic. Nicht deiner eigenen Logik. Some preachers said, well, God would not tell us to put on the armor of God and take up the sword and put the belt if he did not mean for us to fight. Und einige Prediger sagen, Gott hätte uns doch nicht gesagt, dass wir die Rüstung Gottes anziehen sollen, den Helm aufsetzen sollen, das Schwert nehmen sollen, wenn wir nicht auch kämpfen sollen. Wrong logic. Aber das ist eine falsche Logik. First of all, put on the armor of God. Denn zuerst heißt es, zieh die Rüstung Gottes an, seine Rüstung. Which is Isaiah 59. In Jesaja 59. He said, he himself put it on. Lesen wir, dass er die Rüstung that angezogen Zitat. Hat. That is the relation. Paulus hat diesen Vers zitiert. And he just spin it further a little bit. Und er hat einfach darauf aufgebaut. Because he didn't have a Bible on his arm. Denn er hatte noch keine Bibel unter seinem no chapters, Arm. No numbers. Keine Kapitel und auch keine Versnummern. It was in their head. Sondern sie hatten das alles in ihrem Kopf. Peter said, seek peace and pursue it. Where did he get this from? He got it from two places in the Bible. Petrus hat gesagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Woher hatte er das? From Samuel and from Psalms. Er hatte das aus dem Buch Samuel und aus den Psalmen. And many other places. Und an vielen anderen Stellen. They always cited the Old Testament. Die Apostel, die haben immer das Alte Testament zitiert. From this came the New Testament. Und aus diesem ist das Neue Testament entstanden. Both of them are good. Beide sind gut. And they are not in competition. They are in union. Und es gibt keinen Wettkampf zwischen den beiden, sondern es ist eine Einheit. So after you put on the armor of God, you stand still. Wenn du also die Waffenrüstung Gottes anhast, dann stehst du still. And in verse 15 of the same chapter. Und im Vers 15 dieses Kapitels said, heißt es. Shoe your feet with the preparation of the gospel of peace. Beschuhe deine Füße mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Because it is the God of peace, not the God of war. Denn es ist der Gott des Friedens, nicht der Gott des Krieges. The Prince of peace, the Lord of peace. Der Fürst des Friedens, der Herr des Friedens. That's one logical line right there. Und da ist eine logische Linie. But what disturbs this line is the war gene in us. Was diese Linie stört, das sind die Kriegsgene in uns. So you see, when we shoe our feet with the gospel of peace, wenn wir unsere Füße mit dem Evangelium des Friedens bekleiden, figuratively speaking, of course, natürlich ist das eine bildliche Sprache. It is something in your mind, something in your soul, etwas in deinem Denken, in deiner Seele. God said to Joshua, wherever your feet step, I give it to you. Gott sagte zu Josua, wo du deinen Fuß hinsetzt, das werde ich dir geben. So you can imagine, feet shot with the gospel of peace. Könnt ihr euch vorstellen, die Füße, die das Evangelium des Friedens tragen, not kicking, die treten nicht, walking, sondern die gehen. Everywhere you go, you have new territory. Und überall, wo du hingehst, ist ein neues Gebiet. Territory of peace. Ein Gebiet des Friedens. That's what Melchizedek has done. Das ist genau das, was Melchizedek getan hat. He came down from heaven. Er kam aus dem Himmel. And established a name for God in no other place but on Mount Moriah. Und er hat einen Namen für Gott geschaffen, nirgendwo anders als auf dem Berg Moria. Which later, Abraham, later, because it was at the same time of Abraham. Und später, denn das geschah zur Zeit Abrahams, aber es war später, where Abraham was about to offer Isaac to God. War das genau der gleiche Berg, auf dem Abraham Isaak opfern wollte. Right. Sollte. So they met together. Also haben sie sich getroffen. And Abraham gave tithes to Melchizedek. Und Abraham hat Melchizedek den Zehnten gegeben. The warrior gave tithes to the peacemaker. Der Krieger hat dem Friedensstifter den Zehnten gegeben. Because Abraham just returned from a battle rescuing his nephew. Denn Abraham war gerade zurückgekehrt von einer Schlacht, in der er seinen Neffen befreit hatte. They set, as you say, crook of wine.
don't know the crook. There's so much German words in my head. Ich habe inzwischen so viele deutsche Worte in meinem Kopf. And bread. Also sie haben Brot und Wein genommen. That's what the Melchizedek brought to Abraham. Das ist das, was Melchizedek Abraham entgegenbrachte. So they were drinking bread and wine. Sie haben also Wein getrunken und Brot gegessen. As Jesus did on the Last Supper. Genauso wie Jesus das getan hat bei diesem letzten Abendmahl. That is making peace. Das bedeutet Frieden schaffen. If we do it always before Sabbath. Und das tun wir jeden Tag, jedes Mal bevor and Sabbat Sabbath beginnt. Means seventh. Und Sabbat bedeutet sieben. Sabbath and seventh is comes from the word Sheva. Und diese sieben kommt von dem hebräischen Wort Sheva, which comes from the word Shev. Und das kommt von dem Wort Shev. That means sit down. Das heißt, sich hinsetzen and relax. Und sich ausruhen. Everything is synonymous in the Hebrew language. In der hebräischen Sprache gibt es sehr viele Synonyme. So every time we celebrate the rest, the peace of God, we celebrate heaven. Jedes Mal also, wenn wir die sieben feiern, die Ruhe und den Frieden, dann feiern wir Himmel. Now Melchizedek's way was better than at that time Abraham's. Und zu dieser Zeit, früher, damals, war der Weg Melchizedeks besser als der Abrahams. That was already a teaching. Das war für ihn schon eine Lehre. There is a way of peace, our way of peace, and there's God's way of peace. Es gibt unseren Weg des Friedens und es gibt Gottes Weg des Friedens. On the other CDs you will hear from Switzerland and from Austria. Auf den CDs von der Schweiz und Österreich werdet ihr hören. I said this and I'll make it short. Ich werde das ganz kurz sagen, was ich da erklärt habe. That when I lost it. This was okay. That when Abraham came to Melchizedek, als Abraham zu Melchizedek kam, he came from war. Kam er aus einem Krieg. Melchizedek comes from Jerusalem. Und Melchizedek kam aus Jerusalem. A peacemaker and a war maker in that time. Der Friedensstifter und der Krieger. Right. So from this comes what Moses later has done to Joshua. Und daher kommt das, was Moses später mit Joshua gemacht hat. He said to Joshua, look, go and fight the Amalekites and the staff of God is in my hand. Er sagte zu Joshua, du ziehst gegen die Amalekiter in den Krieg und der Stab Gottes ist in meiner Hand. That was a big mistake. Und das war ein großer Fehler. Because that's idolatry. Denn das ist Götzendienst. Staff has nothing to do with God, it's just the staff. You did not part the Red Sea with the staff. Dieser Stock war nicht Gott, sondern er hat mit diesem Stock auch nicht das Rote Meer geteilt. God did. Sondern Gott hat es getan. And God is spirit. Und Gott ist Geist. So it was already a religion. Also war das schon Religion. So the young Joshua looks up at the staff. Der junge Joshua schaut diesen Stab an. And then battle started. Und dann begann die Schlacht. And when the staff and the hands of Moses went down, Joshua was losing. Und wenn die Hände mit dem Stab, die Hände Moses mit dem Stab runterkamen, weil er schwach wurde, dann hat Joshua verloren. And as soon as his hands went up, und wenn er seine Hände wieder hochgehoben he hat, was prevailing. Dann hat Joshua gewonnen. And then again, back and forth, yo-yo. Und so ging das wie ein Jojo hin und her. It is a message in there. Darin ist eine Botschaft enthalten. Read God's mind. Kenne den. Read God's mind. Lies das Denken Gottes. All right. This is a message. There's a peace and there's God's way of peace. Es gibt Frieden und es gibt Gottes Weg des Friedens. His way is perfect, supernatural. Sein Weg ist vollkommen übernatürlich. And this he wants us to know. Und das will er, dass wir das wissen. It was like this. Und es war so. God looks at boy Joshua and said, "How long will you do this, boy?" Gott schaut auf Joshua und sagt, wie lange wirst du das wohl durchhalten? Moses up. Joshua is winning. Moses' hands go down. Joshua is losing. Hey, hey. Moses Hände gingen hoch. Joshua gewinnt. Die Hände von Mose gehen nach unten. Joshua verliert. Oh je. How long will you play this religious game? Wie lange wollt ihr dieses religiöse Spiel durchhalten? God showed Joshua.
Gott and Moses, Joshua und Mose gezeigt, that he can kill their enemies all by himself. Dass er selbst ihre Feinde umbringen kann. He just dropped a lot of stones on them. Er hat einfach einen Haufen Steine auf sie geworfen. And the Bible says that there were more people that died from the stones than from the sword. Und in der Bibel steht, dass von diesen Steinen mehr Feinde starben als von dem Schwert Josuas. Already this is a message. Und das allein ist schon eine Botschaft. More of the enemy is destroyed by God himself through the stones than through our fighting. Mehr Feinde werden durch Gott zerstört durch seine Steine als durch unsere Kämpfe. That means he wants us to not fire a shot. Das heißt, er will nicht, dass wir auch nur einen Schuss abgeben. As it was with Jehoshaphat. So wie es später auch mit Jehoshaphat war. They were afraid. Sie hatten Angst. And the hand of God was on the son of Asaph. Und die Hand Gottes kam auf den Sohn von Asaph. And he prophesied. Und er prophezeit. You don't need to fight. Ihr braucht nicht zu kämpfen. Tomorrow you'll face your enemies. Morgen werdet ihr euren Feinden gegenüberstehen. He didn't say go to sleep. Er hat nicht gesagt, ihr müsst erst schlafen gehen. But it's logical. Aber es war logisch. Tomorrow means tomorrow. You have to go through the night somehow. Denn morgen heißt morgen und vorher müsst ihr irgendwie die Nacht überstehen. Now it is your choice. Das ist jetzt deine Entscheidung. Go through the night like this. Wirst du die Nacht verbringen mit Zittern? Or it's your choice. Das ist deine Entscheidung. God spoke. Gott hat gesprochen. They believed him. Und sie haben ihm geglaubt. They bowed before the Lord. Sie haben sich vor dem Herrn they gebeugt. They went to sleep and snored the night away. Sie haben sich hingelegt und haben die Nacht weggeschnarcht. They got up. Und dann sind sie aufgestanden. With a cup of coffee. Hatten ihren Kaffee. Said, oh, let's see what's out there. Und dann sagten sie, na, wir schauen mal, was da draußen los ist. Bring me the guitar, bring me the trumpet, bring me the tambourine. Bringt mal die Gitarren und die Tambourine. Let's wake up. Wir wollen mal das Lager aufwecken. They make a lot of noise, a lot of dust. Sie haben eine Menge Krach gemacht und eine Menge Staub aufgewirbelt. Then the dust settled. Und als sich der Staub wieder legte, and they see that nothing is moving. Dann sahen sie, dass sich bei den Feinden gegenüber nichts mehr bewegt hat. They all destroyed themselves. Sie haben sich selber kaputt gemacht. A war won without a single shot. Dieser Krieg wurde gewonnen ohne einen einzigen Schuss oder Schwertschlag. When you preach the gospel of peace, you take over territory. Wenn du das Evangelium des Friedens predigst, dann übernimmst du das Gebiet. The gospel of peace is the gospel of Jesus. Das Evangelium des Friedens ist das Evangelium von Jesus. The angels proclaim peace on earth. Die Engel haben proklamiert Friede auf Erden. So wherever you preach the gospel, you bring peace. Wo immer du dieses Evangelium predigst, dorthin bringst du Frieden. My friends, there's much more to it. Und es ist noch viel mehr darin enthalten. Actually, tomorrow I'll tell you, but in Luke it's written that first of all, when you preach the gospel, you need to stay somewhere. In Lukas ist darüber geschrieben, und ich werde morgen etwas dazu sagen, da steht, wenn du das Evangelium predigen willst, dann musst du erstmal irgendwo sein. So, go and find a man of peace. Das heißt, du gehst zuerst und suchst einen Mann des Friedens. And if you find him, stay in his house. That's Luke 10. Und wenn du ihn findest, dann bleib in seinem Haus. You will wash yourself, you will eat there, you have a place to sleep. Dort kannst du dich waschen, dort bekommst du etwas zu essen und dort kannst du schlafen. And then, preach the gospel there. Und dort predigst du das Evangelium. Heal the sick. Und heilst die Kranken. Did you hear me? Habt ihr mich gehört? Preach the gospel. Predige das Evangelium. And heal the sick. Und heilt die Kranken. Because there's a man of peace. Denn dort ist ein Mann des Friedens. But there's the opposite as well. Aber es gibt auch das Gegenteil. If you don't find a man of peace, wenn du keinen Mann des Friedens findest, and no one receives you, und niemand dich empfängt, peace has to have a lodging place. It's territorial. Denn Frieden muss einen Wohnort bekommen, eine Stätte, wo er sein kann, denn Frieden hat etwas mit einem Gebiet zu tun. To verbreiten, yeah, dort, make it bigger, enlarging it. Wo er sich verbreiten kann, wo er
vergrößert werden kann. Then he says, shake the dust off your feet in protest against this. Also wenn du niemanden findest, dann schüttel den Staub von deinen Füßen. Das heißt, protestiere dagegen. And he says, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for them. Und dann heißt es weiter, Sodom und Gomorrah wird es am Tag des Gerichtes besser ergehen als jenen. That's the power of a peacemaker. Das ist die Macht eines Friedensstifters. You understand it, why I feel the way I feel? Versteht ihr, warum ich so fühle, wie ich fühle? We are thunders. Wir sind Donner. We are rocks. Wir sind Felsen. No one can walk all over. Niemand kann über uns hinweglaufen. Don't put up with idiocy and imbecility. Gib dich nicht mit Idiotie zufrieden. You have nothing to do with idiots. Wir haben nichts mit Idioten zu tun. You have a mission to accomplish. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Those niceties are over. Diese Hübschheiten sind vorbei. Shake the dust off your feet. Schüttel den Staub von deinen Füßen. In protest against them. Indem oder dadurch, dass protestierst du and dagegen. It will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for them. Und sage, es wird Sodom und Gomorrah am Tag des Gerichtes besser ergehen als euch. That's the prerogative of a peacemaker. Das ist das Vorrecht eines Friedensstifters. Amen. Amen. Power. Peace. Oh, such an insignificant thing. We talk about peace, you know. Frieden, das ist so eine unsichere Sache, so etwas, wo man nicht so richtig weiß, was das sein soll. No. It is the power of the universe. Nein, Frieden ist die Macht des Universums. That's the seed that explodes and creates things. Das ist die Saat, die explodiert und Neues schafft. That is the potency of God's peace. Das ist die Potenz des Friedens Gottes. It is the little fetus in the mother's womb. Das ist der kleine Fötus im Mutterleib. Mother's womb in Hebrew is called Raham. Im Hebräischen heißt Mutterleib Raham. And mercy or compassion, Rahamim. Und Mitleid heißt Rahamim. The same thing. Das ist das Gleiche. Now, when you see a new fetus, wenn du einen kleinen Fötus siehst, you will see also many walls. Dann siehst du viele Wände darum. Microscopic world. In der mikroskopischen Welt zuerst einmal. Any uncleanness, anything that comes against this tiny little fetus. Und alles Unreine, was zu diesem kleinen Fötus durchdringen will, these walls reject. Wird von diesen Mauern, Wänden, Hüllen abgewiesen. This fetus is a forbidden territory for anything unclean, anything that might damage it. Dieser Fötus ist verbotene Zone für alles Unreine, was ihm etwas schaden könnte. That's the realm of peace. Das ist der Bereich des Friedens. Protected by nothing else but the mercy of God. Und er wird durch nichts anderes beschützt als durch das Erbarmen Gottes. I'm pumping you with something. Pumpe ich euch mit etwas auf? And if I revolutionize your thinking today, so be it. Und wenn ich dein Denken heute revolutioniere, dann sei es so. Yesterday is gone, this is a new day. Gestern ist vorbei, heute ist etwas Neues. That's how important it is. So wichtig seid God ihr. Seeks peacemakers. Gott sucht Friedensstifter. And the earth is longing for our manifestation. Und die Erde wartet auf unser Offenbarwerden. Those who are led of the Spirit of God, these are called sons of God. Und wer vom Geist Gottes geleitet wird, der wird Sohn Gottes genannt. Those who war, they are not led of the Spirit. Und wer Krieg führt, ist nicht vom Geist geleitet. They are led of their own flesh. Sie sind von ihrem eigenen Fleisch geleitet. They express the war genes in them because all of us have them. Sie, solche Leute, drücken die Kriegsgene in sich aus, die jeder von uns hat. We all have it. Wir alle haben sie. My sister was asking me, you don't get mad anymore? Meine Schwester hat mich gefragt, was denn, du ärgerst dich gar nicht mehr? Oh yeah, I just got mad at my wife. Oh doch, ich habe mich gerade über meine Frau geärgert. But as quickly as got angry or irritated, so quickly I arrested it. I said, no, I'm a peacemaker. Und so schnell, wie ich da irritiert war, habe ich das wieder gefangen genommen und habe gesagt, nein, ich bin ein Friedensstifter. Because we are in the same business. Weil wir das gleiche Geschäft haben. You know, she's got a temperament, I've got a temperament. Ich habe ein Temperament und sie hat auch ein Temperament.
She's got the sparks and I've got sparks. Sie hat Funken und ich habe auch Funken. We like it. Und das mögen wir. But we are peacemakers, so she doesn't even take it on account, my irritation. Aber wir sind Friedensstifter und deswegen hat sie meine Irritation gar nicht beachtet. She just overlooks it. Sie hat einfach darüber hinweggeschaut. And I overlook hers as well. Und ich schaue über ihre hinweg. Because it's part of the temperament. God doesn't want, as we call it in Poland, chamcha lamcha. Das ist ein Teil unseres Temperaments, denn Gott möchte nicht, dass wir Weichlinge sind. Our father was like this. You know, I was digging a hole in the ground for him because he was working in a garden. Unser Vater war so, wenn ich im Garten mit ihm gearbeitet habe und ein Loch gegraben habe. It was never too fast for him. It was never fast for him. Dann war das, ging ihm das nie zu schnell. Nee, dann, and he would just, dann ging ihm das nicht schnell genug, genau. He was pushing me away. Er hat mich weggeschubst. He said, oh, chamcha lamcha. Du bist ein chamcha lamcha. And he digged himself. Und dann hat er selber gegraben. So, look, the sun is setting down, the day is too short. Er hat gesagt, guck mal, die Sonne geht schon unter, der Tag ist zu kurz. But he was a peacemaker. Aber er war ein Friedensstifter. He prayed that he would never train to kill or not receive even a gun. Er hat gebetet, dass er niemals lernen würde, jemanden zu töten oder ein Gewehr in die Hand nehmen muss. And when he was drafted to the army, und als er zur Armee eingezogen wurde, the soldier comes to me and said, you know, I'm really embarrassed, but we ran out of guns. We don't have anything for you. Da war er bei der Waffenausgabe und da kam der Soldat mit den Gewehren, der sie verteilen sollte, und er sagte, oh, das tut mir schrecklich leid, wir haben keine Gewehre mehr. My father says, no problem. Und mein Vater hat gesagt, es ist kein Problem. So they gave him a little bayonet. Und so haben sie ihm ein Bajonett gegeben. He threw it away. Und das hat er weggeschmissen. He was with the telephone. Er war bei den Informationseinheiten. Until all of this was blown up. So lange, bis da alles explodiert war. And he ran. Da ist er weggerannt. Through the rain of bullets, durch den Kugelhagel. Falling, getting up and running, and he only heard the bullets whistling by his ears. Und er ist gestolpert und wieder aufgestanden und weitergerannt und wieder gestolpert und er hat gehört, wie die Kugeln an seinen Ohren vorbeizischen. His entire battalion was destroyed. Everybody with him died. Sein ganzes Bataillon wurde vernichtet. Jeder, der mit ihm war, ist gestorben. There were some people who wanted to join him because they said maybe an angel is with him or something. Und da waren dann einige andere Soldaten, die mit ihm mitgehen wollten, weil sie gesehen haben, dass er unverletzt war und sie dachten, ein Engel ist vielleicht mit ihm. They were running. Und sie rannten. And at the end only one got up. That was our father. Und am Ende stand nur noch einer da und das war mein Vater. He ended up in a German labor camp. Er kam dann in ein deutsches Arbeitslager. Ja. Survived the war. Er hat den Krieg überlebt. Without firing a shot. Ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. A peacemaker. Er ist ein Friedensstifter. And I said, on this I build. Und ich sagte, darauf kann ich aufbauen. Our father practiced it as well. Mein Vater hat es geübt. My older brother was quite mischievous. Mein älterer Bruder, da war ein ganz schöner Rüpel. So he, I'm the youngest, so he led me into all kinds of. Und ich war der Jüngste von uns Geschwistern und er hat mich da in alles Mögliche hineingeführt. Well, there were many stories. Es anyway, gibt da viele Geschichten drüber. He would be so mad, my father. Und mein Vater war so ärgerlich. And I pointed finger at my brother. Und ich habe meinen Bruder beschuldigt. Er ist dran schuld. So he said, all right, you prepare yourself. Und dann hat er gesagt, okay, bereitet euch selbst darauf vor. There will be a whipping. Es wird eine Auspeitschung geben. He never took the bell. Er hat niemals einen Gürtel genommen. He went and took a branch from the tree. Er hat einen Ast oder einen Zweig von einem Baum geholt. He was boiling. Und er hat gekocht. He was angry. Er war wirklich ärgerlich. But he said, I'm going outside to cool down. Und dann sagte er, ich gehe erstmal nach draußen, um mich etwas abzukühlen. Peacemaker. Er war ein Friedensstifter. He went, cooled down. Er ging und hat sich abgekühlt. Took the branch, looked at the nature. Er hat den Zweig genommen und sich die Natur angeschaut. But his boys got ready. Aber seine Jungs waren bereit. We went to the bedroom and took two pillows and put them right there where the
Wir waren im Schlafzimmer in der Zwischenzeit und haben jeder zwei Kissen genommen und haben sie dorthin gesteckt, wo die Auspeitschung stattfinden sollte. Wir waren hinten also dann ziemlich dick. So, that was the chair that you like first. Und da war dann dieser Stuhl. She was a witness. She was never whipped. Und sie war unsere Zeugin. Sie wurde nie ausgepeitscht. Der Vater sagt, er legt dich über den Stuhl. And then he smites this pillow. Und dann hat er auf dieses Kissen eingedroschen. Dust rises. Der Staub ist aufgewirbelt. What's going on? Und er fragte, was ist denn hier los? You ask us to prepare ourselves. Du hast doch gesagt, wir sollen uns darauf vorbereiten. So we did. Und das haben wir gemacht. You too? I said, yes, I'm you too. Und dann fragte er, was, du auch? Natürlich, sagte ich. And the whole whipping was over. Und dann war es vorbei. We all started to laugh. Wir haben alle angefangen zu lachen. Laugh to replace anger. Und mit diesem Lachen haben wir den Ärger vertrieben. That way is it that way. I'll never forget this. Das werde ich nie vergessen. Peacemaker may get angry. Ein Friedensstifter kann zornig sein. But he has to cool down. Aber er muss sich wieder abkühlen. Never let anything to go to your heart. Und darf sich nie etwas zu Herzen nehmen. Because if there's anger, there's unrest, and you keep it, it will eat you alive. Denn wenn du zornig bist, wenn du den Ärger in dir lässt, die Unruhe in dir lässt, dann wird es dein Leben auffressen. You invite sickness to your bones. Dann lädst du Krankheit ein in deine Knochen. It goes so deep to the bone marrow. So tief geht es bis ins Knochenmark. That's why this teaching is so important, because you have to learn to choose to use your mind over your soul. Deswegen ist diese Lehre so wichtig, dass du lernst, deinen Verstand über deine Seele herrschen zu lassen. If your soul is running wild, wenn deine Seele wild wird, your emotions, imaginations, all kinds of hang-ups, deine Emotionen, deine das, was du alles nicht geschafft hast, hochkommt, and anything that you have not forgiven, you are kind of jammed in your emotions. Und all das, was du nicht vergeben hast, was du irgendwie in deine Gefühle eingesperrt hast, then it will spring up at unexpected moment. Das wird dann in einem unerwarteten Augenblick herausspringen. And will take over your entire being. Und wird dein ganzes Wesen übernehmen. And eventually will destroy you. Und wird dich am Ende zerstören. It is a scientific proof. Es ist wissenschaftlich erwiesen. That those who walk in this, wer so etwas tut, and gets sick, und davon krank wird, they have a hard time to recover. Die haben eine ganz schwere Zeit, wieder gesund zu werden. Peace, wer aber friedlich ist, der wird viel schneller gesund. Weil Frieden heilt. Some take it longer, some shorter. Einige brauchen länger, andere weniger lang. Some have a miracle, manchen gibt es ein spontanes Wunder. You have to work on your soul. The mind is the Ratzon, the soul is Nefesh, and Ratzon must rule over the Nefesh. Du musst einfach mit deiner Seele arbeiten. Das Denken heißt Ratzon im Hebräischen, die Seele heißt Nefesh, und Ratzon muss über Nefesh herrschen. In the Greek mind, which is European mind, you don't have this difference. Im europäischen, im griechischen Verständnis gibt es diesen Unterschied nicht. You have the word psyche. Da gibt es dieses Wort Psyche. Which means thoughts and emotions are mixed together. Und das bedeutet, dass die Gedanken und die Gefühle zusammengemischt sind. No. A peacemaker is someone that decides, chooses. Aber ein Frieden, das ist nicht richtig. Ein Friedensstifter ist jemand, der sich entscheidet, der wählt. Ratzon, from this word we have rational. Von dem Wort Ratzon haben wir rational. Just like alphabet comes from two first Hebrew words, Aleph and Bet. So wie das Wort Alphabet von den zwei ersten hebräischen Buchstaben Aleph und Bet kommt. David practiced it. David hat es geübt. We find it in Psalm 42. That's just one example. And then one or two. In Psalm 42 finden wir das und auch im Psalm 102. He says, O my soul, why are you sad within me? Und David sagte, liebe Seele, warum bist du traurig in mir? Why are you depressed? Warum bist du depressiv? Why do you feel the way you feel? Warum fühlst du dich so, wie du fühlst? Oh my soul, hope in God.
Meine Seele hoffe auf Gott. Get up, oh my soul. Steh auf, Seele. And 102 says, bless the Lord, oh my soul. Und in Psalm 102 heißt es, segne den Herrn, meine Seele. And the soul begins to rejoice. Und die Seele fängt an, sich zu freuen. And then he says, well, if the soul rejoices, then bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Suddenly there's a big change. Und wenn die Seele sich in mir schon freut, dann sagt David weiter, dann soll sich doch alles, was in mir ist, freuen. Und dann gibt es eine große Veränderung. Wenn du das alles dem Prediger überlässt, dass er die Zähne ziehen soll, so wie ich das immer sage, dass er das für dich machen soll, dann belastest du ihn damit. That's not nice. Und das ist nicht gerade schön. Now, I want you to practice this for a moment. Ich möchte, dass ihr das auch mal übt. I want you to say to your soul, ich möchte, dass ihr zu eurer Seele sagt, rejoice. Freu dich. Come on, rejoice. Na los, freu dich. Oh my soul, rejoice. Liebe Seele, freu dich. Be happy. Sei glücklich. Get with it. Geh mit. Harold. Say to your soul, don't whisper, say. Harald, nicht flüstern, sag zu deiner Seele. Bless the Lord, my soul. Segne den Herrn, meine Seele. Rejoice. Freue dich. Be happy. Sei glücklich. Relax. Entspannt euch. Joy comes. Seht ihr das? It never fails. Da kommt Freude. I've done it all over America, from coast to coast. Das habe ich in ganz Amerika praktiziert, von Küste zu Küste. Bless the Lord, oh my soul. Segne den Herrn, meine Seele. Bless the Lord, oh my soul. Segne den Herrn, meine you Seele. Say, feel good, my soul. Und du kannst auch sagen, fühle dich gut, meine Seele. Come on, feel it good. Na los, fühle dich mal gut. Feel good. You don't need a drink to feel good. You can tell your soul to feel good. Du brauchst keinen Alkohol, um dich gut zu fühlen. Du kannst deiner Seele sagen, dass sie sich gut fühlen soll. Bless the Lord, oh my soul. Segne den Herrn, meine Seele. Rejoice, oh my soul. Freu dich, Seele. Peace, oh my soul. Frieden, liebe Seele. Do like I do. Und mach das mal so, wie ich mache. Embrace yourself. Umarme dich selbst. Like a child. And say to your soul. Und sag zu deiner Take Seele. Deep breath. Deep breath. Nimm, hol tief Atem and say, und sage, to you, my soul. Frieden zu dir, meine Seele. Nochmal. Peace Frieden to you, my soul. Dir, meiner Seele. Dritte Mal. Noch einmal. Peace Frieden to you, zu dir, meiner Seele. Love yourself. Liebe dich selbst. Love yourself. Liebe dich selbst. Das ist eine gute Sache. Isn't this wonderful? Ist das nicht wunderbar? How many times did God say that what he created is good? Wie oft hat Gott gesagt, dass das, was er geschaffen hat, gut ist? 7 times. Er hat es 7 Mal gesagt. Ja? Yeah? He's bubbling over. Er sprudelt gerade über. It works. Es funktioniert. When God created us, he said it is very good. Als Gott uns geschaffen hat, sagte er, es ist sehr gut. Do it again. This is very good. This das is very ist good. Sehr gut. This is very good. I'm good. Ich bin sehr gut. All right. Back to Raton. Wir wollen wieder. Back to Raton, Lutz. Wir wollen wieder zu unserem Denken zurückkehren, zu unserer Vernunft. Say, Raton. Sag mal, Raton. Okay, a light is on. The light is on. Das Licht ist wieder an. Okay. Gut. In Psalms 122, verse 6 until 7. Im Psalm 122, Vers 6 bis 8. Now, you want to prosper? Wollt ihr, dass es euch gut geht?
In your body, in your soul, in your pocket, in your bank account. In deinem everywhere. Körper, in deiner Seele, in deinem Bankkonto, in deiner Tasche. Pray for the peace of Jerusalem. Dann bete für den Frieden von Jerusalem. May they prosper, or they will prosper, who love you, Jerusalem. Dem wird es gut gehen, der dich liebt, Jerusalem. And how will they do that? Und wie soll das aussehen? By thinking, by saying, may peace be within your walls and prosperity within your palaces. For the sake of my brothers and my friends, I will now say, may peace be within you. Wie soll das aussehen, indem man Psalm 122, 6 and 8. Indem man denkt und indem man sagt, Psalm 122, Vers 6 bis 8, bittet für den Frieden Jerusalems, es gehe wohl denen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Und um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Why Jerusalem? Warum Jerusalem? Melchizedek? Wegen Melchizedek. The city of peace. Der Stadt des Friedens, God puts his name there, weil Gott seinen Namen dahin gelegt hat, he chooses Jerusalem, weil er sich Jerusalem ausgewählt hat, Jesus is crucified in Jerusalem, rises from the dead in Jerusalem, weil Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde und in Jerusalem von den Toten auferstanden ist. He buys for us peace. Er hat für uns den Frieden erkauft. So peace on earth, goodwill toward men means that each individual, those that believe in Christ, those who are his children. Die Frieden allen Menschen, die guten Willens sind, bedeutet, dass jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der guten Willens ist, create peace. Dass dieser Frieden schaffen soll. It's not a political peace. Das ist kein politischer Frieden. But it started in a terrible way. The first Christians were executed, killed, torn by lions. Aber es hat angefangen mit einer ganz furchtbaren Sache, denn die ersten Christen wurden verfolgt, sie wurden von Löwen zerrissen. They would rather die than deny. Aber sie sind lieber gestorben, als dass sie das verleugnet hätten. They did not take up a sword. Sie haben kein Schwert genommen. These were the true peacemakers in the first century. Das waren die ersten Friedensstifter, die das waren die wirklichen Friedensstifter im ersten Jahrhundert. In the 20th century, und im 20. Jahrhundert some idiots started to teach spiritual warfare. Haben einige Idioten angefangen, geistliche Kriegsführung zu lehren. I was seduced with it. I was doing this, the same thing. Wir alle waren davon verführt und haben das Gleiche gemacht. That's a lost time. Und für mich ist das verlorene Zeit. Because there's a higher way. Denn es gibt einen höheren Weg. Miraculous way. Einen wunderbaren Weg, but they have not known the way of peace and they still don't know it. Aber sie kennen die Wege des Friedens nicht, sie haben sie nicht gekannt und kennen sie immer noch nicht. And if I led you into the spiritual warfare, then I'm sorry, because that's not of God. Und wenn ich dich in geistliche Kriegsführung leiten würde, dann es tut mir leid, aber das ist nicht von Gott. I apologize. Ich entschuldige mich. I humble myself. Ich demütige mich. I was wrong. Ich lag falsch. Why not them saying the same thing? Warum kann jemand anders nicht das Gleiche sagen? No, they rather would say you're a false prophet, you're a false teacher. Nein, sie sagen lieber, du bist ein Irrlehrer. Oh, that's warlike. Aber das ist kriegerisch. I would never call anybody like this, because the Bible says, do not touch God's anointed, do my prophets no harm. Ich würde niemals jemanden so nennen, denn die Bibel sagt, rührt meine Gesalbten nicht an, verletzt meine Propheten nicht. Why? Warum? Because I have anointed them. Weil ich sie gesalbt habe, sagt Gott. But the fear of this is gone. Aber die Furcht davor ist weg. Look at internet. Schaut euch im Internet um. They spit venom against God's anointed. Sie spucken Gift gegen die Gesalbten Gottes. And they expect peace in their life? Never. Und dann erwarten sie Frieden in ihrem Leben. They are touching God's anointed. Sie gehen gegen Gottes Gesalbte vor. But at the end, when they're in trouble, they know where to run to. To whom to run to? Aber am Ende, wenn es ihnen schlecht geht, dann wissen sie, wo sie hinlaufen müssen. Yeah, pray for me. Bete doch bitte für mich. Why should I pray for you? Warum soll ich für dich beten? But some were saying, put your garment on me, put your mantle on me. Und jemand hat gesagt, leg mir deinen Mantel auf. I said, why should I do that?
Ich fragte, warum soll ich das tun? Well, everybody else is doing it. Na, weil das doch jeder macht. Because everybody else is stupid. Weil jeder dumm ist. Don't you read the Bible? Hast du die Bibel nicht gelesen? God said clearly to Elijah. Gott hat ganz klar zu Elia gesagt. In your stead, Elisha will be. Er sagte zu Elia, an deiner Stadt wird Elisa sein. Elisha will replace you because I'm going to take you. Elisa wird dich ersetzen, weil ich dich mitnehmen werde. Elijah held on to his garment to the very last moment before he stepped into the fiery chariot. Elia hat seinen Mantel festgehalten bis zum allerletzten Augenblick, bis er in dieser feurigen Kutsche drin war. That's when his garment slipped off, when he already went. Und als er bereits auf dem Weg war, da ist sein Mantel heruntergefallen. There's so much stupidity. Und da gibt es so viele Dummheit darum. I am anointed to fulfill my mission on this earth. Ich bin dazu gesalbt, meine Aufgabe auf dieser Erde zu erfüllen. One known man did this. Und ein bekannter Mann hat es getan. He took off his garment, put it on another man, and he says, like Elijah took off his mantle, puts it on Elisha, so I do that for you. Der hat seinen Mantel genommen und hat ihm jemanden anders umgelegt und hat gesagt, so wie Elia seinen Mantel auf Elisa gelegt hat, lege ich dir meinen Mantel auf. So this man who received this mantle says, und der Mann, der diesen Mantel empfangen hat, der sagte, oh, I feel the anointing. Ich fühle die Salbung. Few weeks later, ein paar Wochen später, he was caught practicing homosexuality. Wurde er überführt, dass er Homosexualität praktiziert hat. So he confessed publicly that for the last 10 years he was living in homosexual lifestyle, although he had his family, but he was completely given over to homosexuality. Und dann hat er öffentlich bekannt, dass er 10 Jahre lang homosexuell war und obwohl er eine Familie hatte, war sein Lebensstil völlig homosexuell und er war dem übergeben. A complete hypocrite. Er war ein absoluter Heuchler. Lost his ministry. Er hat seinen Dienst verloren. And the big man lost his anointing. Und dieser große Mann hat seine Salbung verloren. Ever since that one day, not one miracle ever happened. Und seit dem Tag ist nicht ein einziges Wunder in seinem Dienst mehr geschehen. God keeps you responsible for you to be wise or foolish. Gott wird dich dafür verantwortlich machen, ob du weise oder dumm bist. Knowledge. Und das ist the Wissen. The most pleasing thing to God is knowledge. Das, was Gott am besten gefällt, ist Wissen. After which comes wisdom. Und nach dem Wissen kommt Weisheit. Jesus opens your understanding to understand scriptures. Jesus öffnet uns das Verständnis, dass wir die Schrift verstehen können. You absorb knowledge through understanding. Und durch das Verstehen nimmst du Wissen auf. And then you begin to practice it. Und dann fängst du an, dieses Wissen zu tun. You walk in it. Du gehst darin. That is like the wise man who received the knowledge. Das ist wie dieser weise Mann, der das Wissen empfangen hat. How to build a house. Denn er wusste dann, wie man ein Haus baut. And so he built a house on the rock. Und er hat sein Haus auf den Felsen gebaut. Because he says, okay, there is wind, there is hail, there are tornadoes. Denn er sagte, es gibt Wind, es gibt Hagel, es gibt Tornados. He did not say, I belong to a church that does spiritual warfare and they will keep all these things away from me. Er sagte aber nicht, ich gehöre doch zu einer Gemeinde und da wird geistliche Kriegsführung gepraktiziert und dadurch wird das alles weggehalten. What about if they don't have time? Was passiert, wenn die gerade keine Zeit haben? What about if they are in Mallorca or Gran Canarias on a vacation? Was passiert, wenn die gerade im Urlaub sind in Gran Canaria oder Mallorca? And there is a rain in Germany. Und in Deutschland regnet es gerade. Or in Oklahoma, where they have in the Midwest a lot of tornadoes and twisters. Oder in Oklahoma, wo gerade Tornados sind und solche Twister. You see, I'm painting a picture. Ich versuche euch ein Bild aufzuzeigen. See? You cannot depend on people. Du kannst dich nicht auf Menschen verlassen. You have to understand the nature. Du musst die Natur verstehen. So he builds a house, strong house. Dieser Mann baut also ein Haus, ein festes Haus. And he pays more money for it. Und er bezahlt mehr Geld dafür. It costs him more. Denn es kostet einfach because mehr. Of the circumstances. Wegen der Umstände kostet es mehr.
The second one is also building. He has understanding, he's got knowledge. Und der zweite Mann baut auch ein Haus. Er hat das gleiche Wissen, er hat das gleiche Verständnis. But he's saying, well, this is too expensive, that is too expensive. Aber er sagt, das ist mir zu teuer und das ist auch ziemlich teuer. The foundation is just too expensive. They charge me so much. No. Ach, dieses Fundament, das ist mir einfach zu teuer. Die wollen so viel Geld dafür haben. So he built on the shifting sand. Also baut er einfach auf den Sand. Both houses go through tests. Und beide Häuser gehen durch eine Prüfung. One stands. Das eine steht. The other one is swimming into the ocean. Und das andere schwimmt ins Meer. Bye bye. And Jesus says. Und Jesus sagt. Which one is the wise man? Welcher von beiden ist weiser? The one who builds on the rock. Der auf den Felsen gebaut hat. Oh, but the rock is Jesus, and we have to mystify. Aber dann fangen wir an, das zu mystifizieren und sagen, ja, der Felsen, das ist Jesus. I believe I build my house on the rock. Hallelujah, concentrate. Ich glaube, dass ich mein Haus auf den Felsen gebaut habe. Ich konzentriere mich ganz stark darauf. Yeah. Just like pagans did. Genauso machen das die Heiden. Ja, 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 Trommel, Trommel, Trommel. Spiritual warfare, na, 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 na. Take alcohol. Fire. Die machen dann mit spucken Feuer, mit Alkohol in der geistlichen Kriegsführung. Atoning for something. Und sie believing. Sie glauben irgendetwas. Blind believe. Sie glauben irgendetwas blind. Not educated faith. Nicht indem sie Glauben gelernt haben. They have no knowledge. Sie haben kein Wissen. And they don't act on that knowledge. Und sie können nicht entsprechend dem nicht vorhandenen Wissen blind handeln. Blind belief. Einfach blinder Glauben. Pagans always believed in the ritual. Die Heiden haben immer an die Rituale geglaubt. God says, go possess the land without one single shot fired. Gott sagte, geht und nehmt das Land ein, ohne dass ihr kämpfen müsst, ohne einen Schuss abzugeben. Just believe me, the person. Glaubt einfach an mich, die Person. You don't need to do any rituals. Du brauchst da keine Rituale dazu. Do you hear the sound? Hörst du den Klang? Yes, it's a buzzing sound. Das ist ein tiefer Klang. Buzzing. Ach so, das ist ein Summen. Ja. And hornets are ready. Hornets are waiting. Big wall of hornets. Die Hornissen sind bereit. Eine große Menge Hornissen. Big, huge ones. Und das sind große Hornissen. Harry Potter have never seen them. Die so große wie Harry Potter sie nie gesehen hat. I got your attention. They're about to go and invade the land. Und sie sind bereit, das Land einzunehmen. And then you take it as if on a golden platter. Und dann kannst du es nehmen, als ob es dir auf einem goldenen Tablett präsentiert ist. No, we are like grasshoppers, they are giants, the cities are fortified up to heaven. Aber nein, das geht doch nicht. Wir sind doch nur wie kleine Grashüpfer und die haben Städte, die sind so befestigt. It does not make sense to us, Lord. Herr, das ergibt doch keinen Sinn, das was du sagst. Just like that, for free, without war. Einfach so, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Without war? Ohne Krieg? That doesn't make sense. Das ergibt doch keinen Sinn. God says, hey, you, slave. Hey, du, Sklave, sagt Gott. That's right. Das ist so. You don't understand God. Du verstehst Gott nicht. You're learning. Du musst lernen. But you don't decide in your ignorance. Aber du kannst dich in deiner Unwissenheit nicht entscheiden. Say it again. Du kannst dich in deiner Unwissenheit nicht entscheiden. That's what faith means, to rely on the knowledge of the Lord. Glauben bedeutet, sich auf das Wissen des Herrn zu verlassen. And if he releases that knowledge to you, then you act on that knowledge. Und wenn er dir dieses Wissen gibt, dann kannst du entsprechend handeln. It's not a blind faith. Das ist dann kein blinder Glaube mehr. Because you have also the other witness. Denn es gibt auch das andere Zeugnis. Joshua und Caleb. Joshua und Caleb, God has given us the land. Die sagten, Gott hat uns dieses Land gegeben. Security has been lifted. Safety has been lifted. Die Sicherheit in diesem Land ist weg. They are all trembling. Sie zittern alle. The land is ours. Das Land gehört uns. You see? Versteht ihr? When God gives you two
choices. One is good, one is bad. Wenn Gott dir zwei Möglichkeiten gibt, eines gut und eines schlecht, then you have to choose. Dann musst du wählen. We have eaten of the tree of the knowledge of good and evil for so many years. Wir haben so viele Jahre von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. We've been studying evil for too long. Aber wir haben das Böse einfach zu lange studiert. We have to start learning what is good. Und wir müssen jetzt anfangen zu lernen, was gut ist. That is the theme in Switzerland, so I'm not going to divulge it because you're going to get the CDs from there. Das ist das Thema in der Schweiz und ich werde da jetzt nicht weitermachen. Ihr könnt euch die CDs kaufen und das dann anhören. You are good. Turn to one another and say, you are good. Dreht euch zueinander und sagt, du bist gut. You are good. Du bist gut. You are good. You are good. Give me five. You are good. The knowledge of good. Das ist das Wissen des Guten. Choose good. Entscheide dich Handle richtig. Good. Wähle das Gute. Handle richtig. We like to eat fresh bread. Wir mögen es, frisches Brot zu essen. Right? Ist das so? Don't give anybody green molded bread. Gib niemandem grünes, verschimmeltes Brot. I have to confess, sometimes I would come and he says, here is my moldy green bread because I do not want you to be proud. Und ich muss sagen, dass es Menschen gibt, die kommen zu mir und sagen, hier hast du mein grün verschimmeltes Brot, das gebe ich dir gerne, weil ich möchte nicht, dass du stolz wirst. Just think about it for a moment. Denk mal darüber nach. You give the best. Du gibst jemandem das Beste. It's none of your business if Gerd wants to be proud. Und es ist nicht deine Sache, ob Gerd stolz sein möchte. If I tell him, pride goes before destruction, he says, yeah, it's not a good thing. Wenn ich ihm sage, Stolz kommt vor der Zerstörung, dann kann er denken und sagen, das stimmt. Yeah. If pride goes before falling, I don't want to fall. Wenn Stolz vor dem Fall kommt, dann möchte ich lieber nicht fallen. The apostles, the disciples of Jesus came to say, you know what? You have offended the Pharisees. Die Jünger von Jesus kamen zu Jesus und sagen, du hast die Pharisäer ganz schön gekränkt. Jesus says, what's that to you? Und Jesus sagt, was geht euch das an? But he wasn't like this before. Aber vorher war er nicht so. Something changed. Es hat sich etwas verändert. In chapter 8 of John, he's reasoning with the Pharisees. In Johannes 8 diskutiert er mit den Pharisäern. He says, why are you trying to kill a man who told you the truth? Und er fragt die Pharisäer, warum versucht ihr jemanden umzubringen, der euch die Wahrheit sagt? What's wrong with you? Was stimmt mit euch nicht? What have I done to you? Was habe ich euch denn getan? He's reasoning with them. Er redet mit ihnen. He's almost begging them. Er bettelt sie fast. He's so humble. Er ist so demütig. He's like a little boy that is asking for justice. Wie ein kleiner Junge, der sich nach Gerechtigkeit sehnt. And they were restless. They were wrathful and they were ruthless. Aber sie waren einfach ruchlos. So they say. If he is discussing this with him for a long time until he comes to this point, he says, before Abraham, I am. Er hat mit ihnen lange Zeit darüber diskutiert und geredet, bis er schließlich an den Punkt kam, an dem er sagte, bevor Abraham war, bin ich. What? Was? You're not even 50 years old. Du bist doch noch nicht mal 50 Jahre alt. You're just 30. Du bist erst 30. Flash, flash, flash. Das war alles fleischlich. So Jesus leaves them. Und Jesus lässt sie allein. And then they say, you have offended them. Und dann sagten die Jünger, du hast sie gekränkt. Oh, what a big deal. Huh? Das war eine wirklich große Sache. Let the blind lead the blind. Lass die Blinden führen. Both will fall in a ditch. Damit beide zusammen in die Grube fallen. And that ditch is a blessing for them. Und diese Grube ist ein Segen für sie. Because when the time of grace came, they did not embrace. When the time of peace has come, they did not embrace it. Denn als die Zeit der Gnade war, haben sie die nicht angenommen. Als der Frieden kam, haben sie den auch nicht angenommen. So pride goes before a fall. Und der Stolz kommt vor dem Fall. So they have fallen. Jetzt sind sie gefallen. Let them stay in that ditch. Und dann können sie in der Pfütze oder in der Grube zueinander sagen. There is hope. Da gibt's Hoffnung für uns. Perhaps they'll say, maybe we are in a ditch, maybe we are blind. Und vielleicht stoßen sie einander an und sagen, liegen wir hier in einer Grube? Waren wir etwa blind? Maybe. Vielleicht. So Jesus washed his hands after.
Jesus hat sich davon befreit. No longer played with them. Er hat nicht mehr mit ihnen gespielt. And that is the breaking point. I have stopped as well. Und das ist genau dieser Punkt, an dem auch ich aufgehört habe. No more nonsense. Es gibt keinen Nonsens mehr. That is the prerogative of a peacemaker. Das ist das Vorrecht eines Friedensstifters. A wall of fire. Eine Feuerwand. I obey the Lord. Ich gehorche dem Herrn. I do his will. Ich tue seinen Willen. When he says go, I go. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. When he says, do, I do. Und wenn er sagt, tu das, dann when mache he ich says, das. Rest, I rest. Und wenn er sagt, ruh dich aus, dann ruhe ich anything mich aus. Outside of it doesn't interest me. Und alles andere ringsherum interessiert mich nicht. Wonderful life. Es ist ein wunderbares Leben, ein herrliches Leben. I waited for this. Ich habe lange darauf gewartet. I want to close with this. Und ich möchte damit enden hier. When we had the church in Holland. Als wir in Holland eine Gemeinde hatten. And God introduced me to Truth and Illusion, the Last Reformation. Und Gott mich zu Wahrheit und Illusion der letzten Reformation hingeführt hat. I only went halfway. Bin ich nur bis zur Hälfte gegangen. I wrote the book Truth and Illusion. Ich habe das Buch Wahrheit und Illusion geschrieben. And we had a publishing house in Holland. Und wir hatten zu der Zeit einen Verlag in Holland. Where my wife comes from Holland. Meine Frau kommt aus Holland. So I gave it to Hank, my publisher, said, okay, publish this. Ich habe dieses Buch Hank, dem Verleger, gegeben und habe gesagt, bring es heraus. And it was like a real physical hand almost grabbing my hand. Und in dem Augenblick, als ich ihm das Manuskript übergeben wollte, war wie wenn eine reale Hand, meinen Arm fasst. It says, boy, not so fast. Und sagt, Junge, nicht so schnell. And I knew immediately. Und in dem Augenblick wusste ich. I knew everything what was before me. Ich wusste in dem Augenblick alles, was auf mich zukommen würde. I said, Lord, choose somebody else. Und ich sagte, Herr, such dir jemanden anders. I don't want to put up with that. Ich will da nicht mitmachen. So we went to Hermannsburg, Germany. Danach sind wir nach Hermannsburg in Deutschland gefahren. By Baruch's parents' house. Ich habe bei Baruch's Eltern gewohnt. I stayed in the upper room and habe dort cooking, bringing food. Im Obergeschoss gewohnt und Baruch hat für mich gekocht und mir Essen gebracht. And I stayed there alone. Und ich war ganz allein dort. In the night, the presence of the Lord comes. The presence of the Lord Jesus comes. Und in der Nacht kam die Gegenwart des Herrn Jesus. Oh, it was awesome. Und das war ehrfurchtgebietend. I tell you something. And we started to talk about this. Und wir haben darüber geredet. Well, one thing led to another. He says, I have nobody else to do this. Und eins hat zum anderen geführt und dann sagte Jesus zu mir, ich habe niemanden anders, der dazu bereit ist. Lord, I cannot believe it. Herr, das kann ich nicht glauben. There's 7 billion people on this earth. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. But that one in Australia or someone in Argentina or somebody maybe on Polynesian Islands would say the same thing. Und jemand auf in Australien oder auf den polynesischen Inseln oder irgendwo würde das Gleiche sagen. Someone had to be chosen. Irgendjemand musste auserwählt werden dafür. Someone who talks, someone who moves, a human being. Jemand, der reden kann, der sich bewegen kann, ein menschliches Wesen ist. Boy, I wish that he chose an axe. An ass. Esel. Und ihr könnt mir wirklich glauben, ich hätte mir gewünscht, dass er einen Esel dazu benutzt. It's better. Das wäre besser gewesen. Because I knew what I had to go through. Denn ich wusste in dem Augenblick, was mir bevorstand. I cried, I wept. I mean, there was a puddle of tears on the ground. There was a big wet puddle. Und ich habe geweint und geschrien und es war wirklich eine Pfütze voller Tränen auf dem Boden vor mir. I got up in the morning. Als ich am Morgen aufstand, I said, I'm your slave. Habe ich gesagt, ich bin dein Sklave. I made a covenant with God that even if I will be arrested, go to prison or be killed, doesn't matter, as long as for the gospel's sake. Und ich habe einen Bund mit dem Herrn geschlossen, dass egal, ob ich ins Gefängnis muss, ob ich eingesperrt werde, ob ich umgebracht werde, durchs Feuer gehen muss,
es alles egal ist, solange es dafür ist, dass das Evangelium gepredigt wird. And he brought it up to me, this covenant. Und das hat er mir wieder ins Gedächtnis gerufen. And he says, I'm your slave. Und ich sagte, stimmt, ich bin dein Sklave. If I perish, I perish. Wenn ich vergehe, wenn ich umkomme, dann my ist das life so. Stopped being precious in my own eyes. Mein Leben hat aufgehört, in meinen Augen kostbar zu sein. So I knew I'm gonna go through a lot of suffering. Und ich wusste, dass ich durch viel Leiden gehen muss. Name change, all kinds of stuff. Und die Namensänderung, alle möglichen Dinge. Because it's not easy to do what I do. Denn es ist nicht einfach, das zu tun, was ich tue. John the Baptist had his head chopped off. Johannes dem Täufer wurde der Kopf abgeschlagen. Because he was a forerunner. Denn er war ein Vorreiter. I'm a forerunner. Und ich bin auch ein Vorreiter. And then he said, one day he will thank me. Und dann sagte Jesus zu mir, eines Tages wirst du mir dafür danken. This is the day. Und jetzt ist dieser Tag. I became a rock. Ich bin ein Felsen geworden. Wall of fire. Eine Feuerwand. No one has any chance with me. Niemand hat eine Chance gegen mich. Do you know how it feels to have that Lion of Judah in you? Not by faith, but really. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, den Löwen von Juda in sich zu haben, nicht im Glauben, sondern wirklich? Who you really are? Wenn du weißt, wer du wirklich bist, you know where you're going, und weißt, wo du hingehst, there's such power in me, es ist so eine Kraft in mir, I can take this chair and just tear it in one moment. Ich könnte diesen Stuhl nehmen und ihn zerreißen. Take the trees and pull them with the roots up. Einen Baum nehmen und ihn mit der Wurzel herausreißen. He's a witness. For this reason, the Lord brought you here. Sie ist Zeuge dafür. Aus diesem Grund hat der Herr sie hierher gebracht. When the Holy Spirit came upon me on Targova, als der Heilige Geist auf mich kam, there was so much power in me. Da war so viel Kraft in mir. I woke up my sister. Ich habe meine Schwester aufgeweckt. Took her and carried her in the air. Ich habe sie hochgehoben und sie in der Luft gehalten. Remember? I opened the windows. Ich habe die Fenster aufgemacht. It was after midnight. Und das war nach Mitternacht. And I started to proclaim the gospel. Und ich habe angefangen, das Evangelium zu verkündigen. To anything, to everything. Zu allem, was da war. That power is on me today. Und diese Kraft ist heute in mir. And that is the power of a peacemaker. Und das ist die Kraft eines Friedensstifters. Sons of God. Eines Sohnes Gottes. Not hirelings. Keines Mietlings. Jesus says, the harvest is great. Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß. But the laborers are few. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. Pray the Father that he would send laborers. Bitte den Vater, dass er Arbeiter sendet. And we did pray. Und wir haben gebetet. And the church is full of laborers. Und die Gemeinden sind voller Arbeiter. But not sons. Aber nicht voller Söhne. They're doing it for different reasons. Sie machen das aus einem anderen Grund. For fame, for money, for prestige, I don't know. Für Ruhm, für Geld, für Prestige. I don't accuse anybody. Ich beschuldige niemanden. By their fruits you will know them. An ihren Früchten werden wir sie erkennen. And every laborer has to be anointed. Und jeder Arbeiter muss trotzdem gesalbt sein. And boy, they play with that anointing. Oh yes, they play with that anointing. They feel that they're chosen. Und sie spielen mit dieser Salbung, denn sie fühlen, dass sie erwählt sind. Like Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was playing with his anointing. Genauso wie Nebuchadnezzar, der König von Babylon, mit dieser Salbung gespielt hat. And God took his mind out. Und Gott hat ihm seinen Verstand weggenommen. To show him that he is God, the sovereign one. Um ihm zu zeigen, dass er der allmächtige Gott ist. And then he put his mind back. Und dann hat er ihm seinen Verstand wiedergegeben. But by then Nebuchadnezzar says, there is no other God but the God of Abraham, Isaac and Jacob. Und dann sagte Nebuchadnezzar, es gibt keinen anderen Gott außer den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. That was the mission of the Jewish people in Babylon. Und das war die Aufgabe des jüdischen Volkes in Babylon. 70 years was fulfilled. God raised up Cyrus and brought them back to Jerusalem. Als die 70 Jahre um waren, hat Gott Cyrus auferweckt, hat ihn aufstehen lassen und hat das jüdische Volk durch ihn zurückgebracht nach Israel. We are proclaiming the sovereign over all of his creation, God. Und wir proklamieren
den allein über seine Schöpfung herrschenden Gott. There's nobody else. Es gibt keinen anderen. And it's wonderful to belong to him, isn't it? Und es ist wunderbar, zu ihm zu gehören, oder nicht? Wonderful. Are you a son? Are you a daughter? Bist du ein Sohn? Bist du eine Tochter? How many of you are sons and daughters? Wie viele von euch sind Söhne und Töchter? Oh, you're my family. Ihr seid meine Familie. We are one. Wir sind eins. Our job is not finished. Und unsere Aufgabe ist noch nicht vorbei. Is that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Let's stand on our feet. Wir wollen aufstehen. The Lord will bless you and keep you. Der Herr wird dich segnen und erhalten. The last word in Aaronic blessing is peace. Das letzte Wort im aaronitischen Segen ist Frieden. And this is the original old Hebrew language. Und das ist die originale hebräische Sprache. It's not the modern Hebrew. Nicht das moderne Hebräisch. But in it is that God lifts up his face twice. Und in diesem Reden ist, dass Gott zweimal sein oder dass zweimal Gott sein Angesicht erhebt. Pani or paneach or panim. Three descriptions of the same. Paneach oder panim oder panif. Panif. Panea. Panea. And panim. Und panim sind drei Begriffe für das Gleiche. And that means his presence. Und sie bedeuten seine Gegenwart. And at the end, the cream on the cake is the peace, the shalom. Und am Ende ist die Sahne auf dem Kuchen der Shalom, der Frieden Gottes. Ivrecha Adonai Veishmrecha Isa Adonai Panim Elecha Ve'yehu Necha Isa Adonai Panim Elecha Ve'yasem Lecha Shalom.